Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude und Ehre, dass ich Sie alle anlässlich des 214. Geburtstages unseres Franziseums hier in unserer wunderschönen Geschichtsbetriebe herzlich begrüßen darf. Wir erinnern heute an die im Auftrag des Fürsten Leopold III. Friedrich Franz von Hannover erfolgte Neugründung des Franziseums. Wohlwissentlich, dass unsere Schulgeschichte bis in das Jahr 1526 zurückreicht, als die Stadt Zerbst auf Anraten Martin Luthers eine evangelische Lateinschule, die Johannesschule, gründete. Wir fahren heute also nicht nur 214 Jahre Franziseum, sondern auch 491 Jahre Schulgeschichte hier am Standort Mainz. Einer langen Tradition folgend würden wir während dieser Festveranstaltung besonders die Abiturjahrgänge 50 Jahre Abitur, 60 Jahre Abitur. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch ganz herzlich zunächst unsere Jubilare der Abiturjahrgänge 1957 und 1967 herzlich begrüßen. Schön, dass Sie den Weg in Ihre alte Schule gefunden haben. Herzlich willkommen. Natürlich möchte ich an dieser Stelle auch einige Ehrengäste besonders begrüßen, die den Weg heute zu uns gefunden haben. Und ich sehe es auch als Würdigung der Arbeit unseres Hauses an, dass der Bundestagsabgeordnete Herr Käse-Fries heute den Weg zu uns gefunden hat. Und natürlich und auch traditionell ist hier auch der Bürgermeister zu begrüßen, der immer, wenn er nicht verhindert ist, zu uns stößt. Herzlich willkommen, Herr Dittmann, der Landtagsabgeordnete der CDU, Herr Krause, ebenfalls treuer Begleiter unserer wichtigen Veranstaltung. Den möchte ich genauso herzlich begrüßen wie Herrn Wollgast von der Kreissparkasse, von der Anhalt Bitterfeld, der hier in Zerbst die Geschäftsstelle leitet und wir mit der Sparkasse häufig enge Verbindungen pflegen. Natürlich begrüße ich auch unseren Vorsitzenden des Fördervereins, Herrn Pustrecht, herzlich, der für den heutigen Tag einiges an Verantwortung auf seine Schultern vereint. Herzlichen Dank.